jetzt beim Radio einen entscheidenden Vorteil. Wir sind einfach dabei, wir bleiben dabei. Im Fernsehen läuft mittlerweile ein Spielfilm. Also es ist, ich bin stolz, beim Radio zu sein. Sascha, sind denn die Kollegen, du hast gerade gesagt, Kameramänner auch da? Sind die ungehalten oder sind die ganz entspannt? Ja, die haben sich natürlich schon ein bisschen geärgert, dass jetzt die Sendung dann so nicht stattfinden kann. Die nehmen natürlich trotzdem Zeit in Kauf, damit das dann hinterher noch zu sehen ist. Aber wir sind gleich dabei und standen gespannt hier auf diesem Turm. Und jetzt könnte es gleich losgehen. Ich glaube, jetzt läuft der Countdown. Ihr habt das Megafon in der Hand. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt hören. Ja, wir müssen ganz leise sein. Wer hat ja extra das Megafon? Jetzt im Das haben wir ganz eindeutig, wow! Alter Schwede! Das hätte ich mir nicht erbrochen, so einen Knall. Ich auch nicht. Ich habe richtig gezuckt, obwohl ich da wusste. Der Countdown war sehr leise, aber dieser Knall, das war unfassbar. Wirklich, einfach unglaublich. Wie sah es aus, Sascha? Wie hat das ausgesehen? Das Gebäude ist tatsächlich so in sich zusammengesagt. Es ist so etwas Richtung Neumarkt gefallen, wo wir alle stehen. Und ich habe so ein bisschen Schiss bekommen. Es fiel von der unserer Richtung, aber es ist ja weit genug von uns entfernt. Und jetzt ist der ganze Neumarkt hier mit Staub bedeckt. Jetzt fangen die Feuerwehrmänner an und gehen Richtung Neumann. Rennen sofort jetzt quasi auf diesen Platz zu, der verrauft ist, um zu gucken, was alles gut geht. Und es ist aber deutlich weniger Qualm, als ich mir das jetzt vorgestellt habe, aber trotzdem ganz schön heftig. Und das ging mir richtig durch Mark und Bein. Also ich habe richtig hier im Bauch, das kennt man irgendwie in der Disco, wenn der Bass so laut aufgedreht ist oder so, das ging richtig in den Magen rein, dieser Knall. Unfassbar.